Staub, Milben, und der ihre Kot, Schweiß, Haar, Hutschuppen, Schimmel, vielleicht hast du noch ein Haustier daheim, Urin, Grippe, Sex. Ja, all diese Sachen sind dir eine Matratze sicher nicht unbekannt. Und jetzt überleg mal, was sich da alles angesammelt hat. Bettenland. Wir im Bettenland bekommen immer viel zu hören. Sei es im Geschäft oder im Privatleben. Die Leute, die ihm erzählen, dass sie eine super Matratze haben. Die sind zwar 20-jährig, aber die beste Matratze jemals und noch perfekt überhaupt nicht durchgelegen. Dann einen Moment. Du nicht widersprechen. Es kann durchaus sein, dass bei einer Top-Matratze die 20-Jährige werden kann, ohne durchgelegt zu werden. Gratulation! Aber ich erkläre dir jetzt, warum trotzdem du die Matratze nicht länger als 10 bis 15 Jahre bei dir im Schlafzimmer haben willst. Es sind rund 1 Million Keime in deiner Matratze, vor allem, wenn sie älter ist. Aus Gegenvergleich, wir haben rund 33'000 Keime im WC und rund 70'000 auf einer Türklinke. Das sind die Millionen schon eine ziemliche Anzahl. Das ist auch verständlich. Eine Matratze könnt ihr nicht einfach einmal pro Woche mit ein bisschen WC-Reiniger putzen. Zudem, pro Jahr schützen wir 180 Liter im Durchschnitt in unsere Matratze rein. Hallo! 180 Liter! Natürlich, das bleibt nicht alles in eurer Matratze. In die Matratze gibt es ja zurück in den Raum. Aber gleich die Rückstände bleiben vorhanden. Und wenn du noch ein starker Schwitzer bist, dann wollen wir das nicht mal aufrechnen. Man kann dann natürlich ein bisschen entgegenwirken. In allererster Linie schaut, auf was ihr überhaupt kauft. Wir empfehlen euch absolut eine Naturlatex-Matratze, weil dort keine Milbenanbildung im Kern gibt. Das heisst, man tut die kleinen Viecher schon mal nicht unbedingt anlocken mit einem Festmahl. Zudem tut der Naturlatex im Gegensatz zu allen anderen Materialien im Bettwarenbereich nicht zum Schwitzen anregen. Im Gegenteil. Zweitens, Bettwäsche regelmässig waschen. Drittens, die Hülle ab und zu reinigen. Entweder bringt ihr sie uns vorbei oder ihr passt sie selber bei euch in die Waschmaschine. Und als Allerschluss wirklich die Matratze regelmässig austauschen. Mein Name ist Maike Stöckli, ich arbeite im Bettenland. Und es wäre mir eher, wenn ich deine Alte darf entsorgen und dir ihre neue darf vorstellen. Tschüss! Bettenland. Komm doch mal vorbei. Und jetzt nimmt es mich Wunder, da unten im Kommentarfeld, wie alt eure Matratze ist und in welchem guten Zustand die noch ist und was ihr macht, damit die so rein wie möglich bleibt.